bist du? Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Der Alarm ist im Firmensitz. Danke. Ich bitte nicht mal los. Läuft das die Query? Ich hab keine Ahnung. Sie hat Saphire gefunden. 4 Saphire und 2 Zinn. 3 Zinn. Yeah! Leider müssen alle Orts gefiltert werden, also muss ich Zinn jetzt leider auch filtern. Also der Recycler hat heute viel zu tun, weil ich habe jede Menge Cobblestone. Das heißt, ich kriege eine Menge Scheiße. Scheiße ist gut. Sie macht vielleicht Diamanten, weil sie gut drauf ist. So, seit dem letzten Mal hat sich einiges getan, deswegen mache ich jetzt mal so eine kurze Gesamtführung. Das ist unsere Haupthöhle, die solltet ihr wieder kennen, dass sich nicht sehr viel geändert, außer dass wir da jetzt ein Netherportal haben. Und wir haben einen Notalarm. Den hat uns der Jakob heute noch unbedingt machen müssen. Dass hier Goldkabel sind, habe ich schon gesagt. Hier oben hat sich auch nichts verändert, außer dass jetzt ein Loch ist, weil da so 3 Creeper explodiert sind und wir sind zu faul, um das zuzubauen. Ah ja, der Geothermalgenerator von Jakob ist explodiert. Der ist nicht mehr da. Schade. Eines von vielen Dingen, die explodiert sind. Unser Feld kennen wir schon. Dann draußen, mein Solarzentrum ist fertig. Schon lange eigentlich. Das ist dieses weiße Gebäude hier, kastenartige Gebäude. Das sieht man jetzt auch, vorher waren hier die Solarzellen an die Basis angeschlossen, jetzt geht das Kabel weiter in dieses Solarzentrum hinein. Vom Solarzentrum geht es dann da hinauf zu den Solarzellen, die am Dach dieses Gebäudes sind. Und das sind auch nicht mehr normale Solarzellen, nein, das sind jetzt... Ja, ich schwöre dich an. Das sind jetzt schon die verbesserten Solar Arrays. Wie viel mehr Strom machen die? Ich habe keine Ahnung, aber es sind Niedrigstrom Solar Arrays, also sind die erste von 3 Stufen von Solar Arrays. Ja, aber es ist besser wie ein normales Solar Panel. Sie haben, glaube ich, die 7-fache Stärke von einem Solar Panel, glaube ich. Okay, 7 mal so gut, das ist ja was. Oder 8 oder so, 7 oder 8. Das heißt, eigentlich hätten wir von meinem Solarzentrum genügend Strom, aber Jakob musste ja unbedingt bei seinem Labor drüben auch Solarzellen einbauen. Jo. Das ist das Rohrpostsystem. Da können wir mit Rohren Sachen von einer Kiste zur anderen transportieren. Dann das Labor der Chakwes. Ja, hau mich ins Loch hinunter, danke. Ich? Ja, du. Du hast mich gestoßen. Das ist der Raum, der schon 3-mal, 4-mal, 5-mal explodiert ist, in dem lauter neue Sachen getestet werden. Von Jakob. Jo. Und ja. Ja, ich habe mir so eine schöne Ordnung gemacht und spalte mich allmählich von Martin ab. Tu da gar nicht, das sagt er so. Nein, das ist mein Lagerhaus. Das ist mein Lagerhaus. Immer wenn ich irgendwas brauche, komme ich daher und hole mir die Sachen von Jakob, weil er hat sie ja. Und er braucht sie ja nicht. Ah, schau mal, da gibt's Emeralds, Scrap, Gold. Danke, ja. Dann daneben dieses orangene, seltsame, hässliche Gebilde, das ich nicht mag. Es ist eine Quarry. Jakob hat ca. 3 Tage gebraucht, bis sie funktioniert hat. Bis ich drauf gekommen bin, dass es an einem Plugin lag, dass sie nicht funktioniert hat. Ja. Man sollte Jakob nie alleine einen Server verwalten lassen, das geht nicht gut. Was macht die Query? Die Query baut ab, wie man schön sieht, bis zum Bedrock, bis sie nicht mehr weiterkam. Und da unten ist ein Zombie. Den baut sie nicht und ab. Und diese Query arbeitet mit einem Motor, einer Engine. Ich habe eine Combustion Engine benutzt, weil es einfach die stärkste ist. Also die stärkste Engine, der stärkste Motor. Das läuft mit Öl. Und ja, läuft mit Öl, das muss man auch regelmäßig nachfüllen, aber da drüben hinten habe ich eine Ölquelle gefunden. Irgendwo da hinten. Und dann habe ich hier ein schönes Filtersystem mit Transportröhren gemacht. Diese Diamond Pipes können Sachen filtern. Und ja. Ja. Baut fleißig ab, aber. Martin ist noch etwas skeptisch, weil sie nicht so erfolgreich sie ist wie Martin, ist extrem wenn er meint. Langsam. Sie liefert uns unnötig, zum Beispiel unnötig viel Cobblestone. Ja, richtig unnötig. Den wir jetzt in Scrap umwandeln können.
um uns Scrapboxen zu machen, um eine Art Überraschungseis zu bekommen. Na gut. Und die Query fängt jetzt an zu arbeiten. Jetzt müssen wir eigentlich sehen, wie sich. Ja, sehen wir, wie sich es bewegt. Ja, und schneller geht's nicht. Dass wir die Blöcke herumfahren und wie das sie sich filtern. Da sieht man, wie lange es abbaut. Da kommt ein Eisenblock. Boah, das ist Wahnsinn. Das Kobbel wird rausgefiltert und Eisen geht durch. Geh aus dem Weg. Und Eisen wird jetzt in dieser Kiste gefiltert. Mit Zinn auch und alle anderen Ohrs. Also nicht gut, alle anderen Ohrs. Gut, ich geb's zu, sie macht was, aber sie ist trotzdem ziemlich langsam. Aber es ist cool. Ich bin vor allem deswegen skeptisch, da kommt mehr Eisen, weil es so lange gedauert hat, bis sie endlich funktioniert hat. Und wir haben Melonen gefunden. Damit sind alle Hungerprobleme gelöst. Wir haben Melonen. Jetzt ist wieder alles gut. Wow, ja, natürlich mit der automatischen Farm. Nom. Ich habe den Eindruck, immer wenn ich weg bin, baut die Aqua all möglichen Sachen. Und immer wenn ich da bin, bin ich nur damit beschäftigt, die Sachen herzuzeigen. Dann kann sie aber gar nichts machen. Jakob ist zu schnell für mich. Ich muss es erst verarbeiten, diese ganzen technischen Geräte. Ist so kompliziert. So, was brauchen wir als nächstes? Lapis Lazuli. Denn, folge mir, ich habe mir da schön bereitgelegt zwei Kisten mit einem Mass Fabricator, der macht Materie, mit dem man alle möglichen Items craften kann. Und da habe ich schon alles bereitgelegt, aber mir fehlt noch ein Diamant und 12 Lapis Lazuli. Und die muss natürlich ich wiederfinden. Mein nächstes Ziel ist ein Electric Motherfucking Jetpack. Wofür ich mir auch schon Sachen zur Seite gelegt habe. Da merkt man jetzt voll, dass du dir die ganzen Sachen da zur Seite legst, die ich sammeln muss, nur damit du dir Sachen machen kannst. Der Mass Fabricator ist für alle, der macht Materie für alle. Na gut. Und hier habe ich auch was Neues. Ich habe hier zwei Batteryboxen, die ich dann zum Aufladen des Jetpacks verwenden werde. Ich trau mich nicht da zu den Maschinen hingehen, weil ich kann aus Erfahrung sagen, dass es alle 5 Minuten in die Luft fliegt. Soll ich es in die Luft fliegen lassen? Nein, bitte nicht absichtlich. Der Alarm war ursprünglich hier, aber ich habe ihn abgebaut in die Basis, nur weil mir gefallen hat. Deshalb war der Schild ist noch da. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder in die Höhle runter. Und warte, ich demonstriere jetzt noch eine Scrapbox, weil ich habe gerade Scrap ist fertig. Scrap ist fertig, jetzt mache ich mir eine Scrapbox. Und schau, was rauskommt. Blup. Wow, yeah. Kupfer. Für Kupfer. Wird gleich geschmolzen. Und Bronze ist fertig. Yay, weil Bronze braucht mich für den Mass Fabricator. Bronze ist fertig. Warum hast du eigentlich eine Eisenrüstung und ich nicht? Kannst du auch eine machen. Kann ich das? Ich mach die Zone, warte. Eisenhelm. Eisending. Ich bin zu voll, mach sie selbst. Da, ist noch. Eisen. Und deine Rüstung. Jetzt haben wir aber kein Eisen mehr. Oh. So kann ich sie nicht. Oh. Wieso haben wir Tin Ingots? Wo ist der Helm hin? Ich wollte mir gerade den Helm auf die Füße geben, deswegen hat sie funktioniert. Ja. Und mach uns auf in den Nether. Wie findest du das? Ja, okay, da brauche ich aber was zu essen. Ich werde meine glorreiche Muskete zu mir nehmen. Was brauchen wir aus dem Nether? Jede Menge. Tech-It. Also dank Tech-It findet man jetzt im Nether auch normale Ores, die man eigentlich nur in der Oberwelt findet. Das weiß ich schon. Es gibt Nether Redstone, es gibt Nether Diamanten, es gibt Nether Kohle und ja. Ich habe aber vergessen, was das macht. Ist das was Eigenes? Kommt da nicht das normale Zeug raus? Ich weiß es nicht. Normales Eisen, normaler Diamant. Ich weiß nur, dass es gibt, aber nicht mehr, was es macht oder wie man es verarbeitet. Okay, das heißt, wir gehen in den Nether, um was zu holen? Glowstone? Egal, wir gehen in den Nether jedenfalls.
Hörst du auf? Egal, aber von mir aus, jetzt gehen wir einfach den Mörder. Wir lassen den Alarm jetzt laufen, wenn wir in den Mörder gehen, okay. Nein. Oh ja, oh ja, die Nachbarn werden sich beschweren, so. Die Nachbarn, was für Nachbarn? Keine Ahnung, in den Nether. Lass den Alarm an. Ha, von mir aus. Das ist der Nether-Alarm. Achtung, Nether-Portal ist loading. Nether-Portal ist loading. Ist in Ruhe. Back. Oh Gott, sogar der Nether hat neue Geräusche. Echt? Ich hab Matmos gar nicht angehört. Matmos, der neue Soundmod. Ja, ich sehe schon Nether Grau und Nether Redstone. Das wird Nether Eisen sein, glaube ich. Ah, es ruckelt gerade ein bisschen, weil es die Nether ist genau. Ja, ich hasse, so. Ich hasse Nether. Hat unheimliche neue Geräusche. Sogar das Feuer hat neue Geräusche. Bist du? Ich bin hier. Da. Der Nether klingt wie eine Zombie-Stadt. Okay, wo gehen wir hin? Ich muss total umstellen. Ich bin es gewohnt, dass wenn wir in den Nether gehen, dass wir Festungen suchen oder so, aber das tun wir eigentlich nicht, oder? Wieso? Was suchen wir sonst? Wir brauchen Tränke. Ja, für Tanke-Zeugs brauchen wir doch eher Glowstone und so, oder? Ja, eh. Aber ja, schon. Aber Tränke hätte ich auch gemacht. Ich will einmal. Ja, geil, dass ich meine Spitzhacke vergessen habe. Warte mal. Ja, okay, gut, dann gehen wir in eine Festung. Ist mir auch recht. Ja, ich hab meine Spitzhacke vergessen. Ich hab eine mit. Kannst du mir eine mit dir geben? Ich hab meine mit. Ich kann dir einen Stein machen. Yay! Das ist besser als gar nichts. Da wäre krank. Also Eisenbahn habe ich noch dabei, wenn du mir Werkbank gibst, ja, dann mach ich den Werkbank. Dann mach dir einen Ersatz. Ich hätte nichts zum Essen mit, aber egal. Ich hab die Melonen geerntet. Hinter dir liegen Melonen. Schau mal, da ist netter Kupfer. Sehr schwer zu erkennen. Aber wir haben genug Kupfer. Dass du dir mal spitzhackst? Ja. Achtung. Fuck, ich höre was. Au. Ich werde dich jetzt abschneiden. Es greift an. Ich greife zurück an. Muskete, laden! Muskete, feuern! Daneben. Ja, warte. Alter, der Gast ist so fett und du triffst ihn nicht. Klasse. Wenn du jetzt nicht getroffen hättest, wäre es peinlich. Ja, das wäre peinlich. Nachladen. Nachgeladen. We love it in the Nether, we love it in the Nether, we love it in the Nether. Ich glaube, das hat nicht ganz so geschrieben, der Text. Doch. Zuerst lieben sie ja und dann sagen sie es cool. Ja, das weiß ich schon, aber... Ist es ja, nicht? Okay, der Text. Egal. Musik. Text. Nein, warum sind die aggressiv auf mich, die Zombie-Schweine? Ich habe ihnen nichts getan. Mit? Oh ja, au. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Gut gemacht, Arschgesicht. Ja, ich habe ihnen nie was getan. Na, deswegen greift er sich auch an. Da ist eine Netherfestung. Ja, ich weiß, das wollte ich daher. Da ist eine fette Netherfestung. Ja, schau, die greifen dich auch ohne Grund an. Ich habe vorher gerade einen gehaut, um dich zu retten, deswegen greifen sie mich an. Ich habe nie einen gehaut. Bist du? Ja. Da. Du läufst immer weg. Gar nicht wahr. Auch eine Leine für dich. Ja, du wirst gerade umgebracht von... Das ist, finde ich, nicht schön, ne? Ja! Ja, lass sie alle auf mich losgehen. Komm sofort zurück, Jakob. Du kannst auch disconnecten. Jakob, komm jetzt zurück. Ich werde ja nicht disconnecten. Ich werde kämpfen bis zum bitteren Ende, was immer näher kommt. Ich habe eine Muskete. Was habt ihr? Ihr habt Goldschwerter. Wie lächerlich ist das denn, ne? Ja, komm her. Bam! Nein, nicht so nah, das ist mir zu nah. Au! Hey, hör auf damit!
Ah. Was lebt da eigentlich noch? Hey, sie geht mich nicht mehr an, weil ich ja, weil sie auf mich losgehen, du. So, au. Ich überlebe das sogar. So, da. Mach's ihn bitte tot. Aber dann gibt es mich auch an, Alter. Es war der letzte. Doch, ja, der letzte. Alter. Wo kommen die alle her? Ich bin tot. Wenn mich noch einer erwischt, bin ich sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Und wieso schießt du auf mich? Hab ich das? Jupp. Wer sagt das? Ich hab's gesehen. Ich hab die Partikel gesehen. Es gibt keine Beweise. Oh, also die, das ist ja die voll fette Netherfestung. Oha. Das ist nur eine Wand. Oha. Die kannst du eh schon sagen, dass sie groß ist. Ja, siehst du es nicht? Das ist. Siehst du das Gebilde nicht? Bist du blind? Die Wände sind immer so hoch. Glaube ich. Glaube ich. Glaubst du das, Martin? Glaubst du das, ja? Das ist schön für dich. Nein, ich werde jetzt. Ich halte den Rücken und vor allem mit meiner Muskete. Deine Geräusche machen mich jetzt schon wahnsinnig. Ich hab Macht, muss nichts an. Ich höre keine Nettergeräusche, ich hab Matmos eh an. Hol ich hin. Ich glaube, sie sind zu dunkel. So. Kann auch eine Fackel überziehen. Okay, die. Okay, die machen mich auch fertig. Ich lasse die ganze Zeit laufen. Ich bin wie bei Slenderman so. Das ist so. Dieses das ist so Halloween-mäßig so. Wir haben Netherwarts. Hey, wir haben Netherwarts. Jo. Ich hab keine Fackeln dabei, hast du Fackeln dabei? Ich hab keine Fackeln dabei. Gibst du mir die Hälfte? Das wäre voll. Da. Cool. Voll lieb, gell? Thank you. Ja. Da ist nichts. Sogar in den Netherfestungen sind neue Geräusche. Ich glaube, ich werde diesen Soundmod immer benutzen ab jetzt. Da geht's nicht weiter. Da gibt's aber keine Widerskelette, ja. Ah ja. Ja, stimmt, wir sind in der alten Version keine Widerskelette. Und? Habe ich gesagt, die Festung ist richtig groß oder habe ich gesagt, sie ist richtig groß? Ich finde auch immer nicht, dass sie besonders groß ist. Das ist normal groß. Normal groß. Okay, gut, keine Senderparodie. Ja, bau die Lava mit Röhren zu. Ja, das mache ich so. Da ist der Feind. Wo ist der Feind? Ich hab den Feind erschossen. Wieso? Nein, die Lava hat die Netherwarts zerstört. Ah, das sind Blaze, das sind Blaze Rods. Wo? Ich höre sie. Oben. Schieß sie. Oben. Ich muss nachladen. Reloading! Reloading. Ich habe einen Blaze Rod. Feuer! Ah, ich bin zurück. Es ruckelt zu sehr. Ah, das ist ein Magma Cube. Oh, das sind böse Leute. Ich will nicht loslassen, weil ich auf was schießen will. Warte, ich komme. Du kannst doch einfach wegtun, du kannst einfach wegscrollen, dann ist sie. Ich verschieße nichts. Ah ja, cool. Also auch beim Bogen so. Not gewusst. Martin, laden und feuern. Ich. Also, du hast nicht bedacht, dass da sehr viele hinter den Gittern sind. Okay, hinter den Gittern. Das schaut extrem unheimlich aus, wenn du da den Gang so entlang gehst. Jo. Man kann durch Zäune schießen. Keine Ahnung. Aber da ist ein Gate. Da ich weiß nicht von wo. Von rechts. Da. Ich snipe den jetzt ab. Ha, ich hab den Feuerball zurückgeschossen. Martin, hinter dir! Ah! Martin! Ah! Au, au!
au, 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 au. Jo, es gibt gefickt. Ich bin tot. Und jetzt gehen sie auf mich, das ist schön, Martin. Ah, jetzt haben wir den Alarm. Du kannst dich als Speckkommand benutzen. You could use the slash back command. Wenn ich einfach den abschließe, checken die nicht, dass es ich war. So, warte, ich muss, ich muss den Death Point rausschmeißen. Der Point. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da raus und zeigen denen, wer hier der Boss ist. Wir haben einen Blaze Rod, mehr wollten wir nicht, oder? Ich hab auch ein Blaze Rod. Ja bitte, dann können wir da wieder gehen. Mir gefällt es hier nicht. Was stirbt da echt nicht, wenn ich ihn abschieße? Was treffe ich denn echt nicht? Von wo kam dieses? Achso, von da. So, warte, ich schieße das jetzt von da ab, bitte. Ich hab vorher schon von weiter weg in ein Dorf. Also, mit dem Pfeil am Bogen kann ich besser schießen, mit dem Muskete. Ja, die ist eigentlich nicht für, glaube ich, so weit der Distanz wieder. Eigentlich unlogisch. Erwischt! Und ein Gas, eine Gasträne. Sehr gut. Jakob, wo geht's eigentlich raus? Das ist brutal. Fuck. ich glaube, ich weiß wo. Komm mit. Wir gehen einfach denselben Weg noch einmal zurück, das heißt wieder durch die... Nether Coal, hast du echt richtige... Was ist diese... Freiheit. Was ist der Druck, Alter? Bäm in die Fresse, Alter! Freiheit, was? Ich mach gerade auf Quickscope, Alter, Quickscope. Mit einer Muskete in Minecraft. Du sollst nicht mit einer Muskete in Minecraft Quickscopen, sondern hier rausgehen. Gut, also ich gehe jetzt. Freiheit! Wow! I'm gonna screw the Nether, I'm gonna screw... Okay. Ah! Alarm! Wer hat den Alarm angelassen? Wer hat diese doofe Idee gehabt? Jakob! Wie kannst du... Du hattest die Idee! Gar nicht wahr, du lügst.